Hallo und herzlich willkommen bei Niki und Jonathan, den Matrixern. Ja, worüber reden wir dann heute? Heute sprechen wir über Predictive Programming. Oh ja. Also unseren Alltag. Ja, bei Predictive Programming geht es darum, dass man eben über gewisse Medien, Bücher, Filme, Videos, die Massen eben schon auf eine gewisse Art und Weise vorprogrammiert. Darum Predictive Programming, Vorabprogrammierung, so könnte man das eigentlich übersetzen. Das heißt, für die Programmierung der Menschen wird eben ein Verfahren eingeleitet, das im Vorfeld bereits die Weichen dafür legt. Ja, dass man dann halt in Filmen beispielsweise, da kann man es am besten beobachten, Elemente einbaut, die eben dann die Menschen, die sich den Film anschauen, davon ausgehen, ja, so ist das nun mal in der Welt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wir sind ja alle Schöpfergötter. Wird es jetzt predicted, die Realität, die sie anstreben? Oder, wie gesagt, die vorherbestimmte Realität? Oder programmieren sie die Menschen nur, damit sie diese Realität erschaffen? So ist es. Also Predictive Programming könnte man interpretieren, A, als Vorabprogrammierung der Massen, was sie eben in Zukunft erwartet, oder B, eben die Schöpfergötter zu programmieren, damit sie genau das erschaffen. Wie mit dem Wetter. Ja, wie mit dem Wetter. Ja, und in dieser Hinsicht haben wir natürlich dann ein bisschen was zusammengetragen für euch, damit ihr das ein bisschen versteht, was das eigentlich ist, dieses Predictive Programming, diese Vorabprogrammierung von Menschen. Ja. Und als Beispiel, wie schon Niki erwähnte, das Wetter. Ja. Wie siehst du das? Tja, es könnte sein, dass tatsächlich die Realität existiert, so wie das Wetter vorhergesagt werden wird. Morgen ist Sonnenschein. Oder sie sagen ihnen, programmiert uns, erschafft uns für morgen Sonnenschein. Man kann es nicht wissen. Ja, eben. Ja. Die Frage ist natürlich, wird das Wetter wirklich vorhergesagt? Ist ja auch predictive, ne? Ja, eigentlich, ne? Eigentlich schon. Und das ist natürlich die Frage. Dann wird das Wetter vorhergesagt oder werden die Schöpfergötter aufgefordert, daran zu glauben, was die Wetterfrösche sagen, damit das Wetter auch dementsprechend erschaffen wird? Also wäre die Wettervorhersage eher so etwas wie ein Wettervorschlag? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Funktioniert hier in Paraguay nicht so. Aber. Ja, in Paraguay glauben ja alle, das Wetter ist immer super. Ja, und deswegen ist das Wetter immer super. Ja, und ab und zu kommt da mal eine Sturmmeldung oder eine Unwetterwarnung, wo es dann heißt, ja, da wird viel regnen. Und ja, oft tritt das dann auch ein. Nur die Frage, warum? Ja. Ja, jedenfalls, wir haben letztens eine spannende Serie geschaut oder eine von vielen spannenden Serien, iZombie. Da sind wir gerade bei und bei einer Folge dachten wir, wow, das ist ganz schön entweder predictive oder ganz schön manipulierend. Und darüber sind wir eben auf die Idee gekommen, das Video zu machen über Predictive Programming. Denn da geht es um all die Themen, die uns gerade global betreffen. Du hast auch einen Artikel schon darüber gesprochen, in einem Artikel darüber geschrieben. Und ja, würde sagen, sprechen wir mal über iZombie. Ja, wir sprechen jetzt nicht davon, dass ihr euch die ganzen 5 Staffeln reinzieht. Ne? Ist witzig, aber. Ja, ist ganz witzig, ganz unterhaltsam. Ist jetzt also nicht unbedingt jetzt spirituell oder liefert einem gleich die Erleuchtung auf einem silbernen Tablett. Es ist eben unterhaltsam, was man so zur Entspannung mal gucken kann, was ganz witzig ist. Und wir beziehen uns aber nur auf eine einzige Folge. Und zwar auf Folge 13,
also die letzte Folge der Staffel 3. Ja, genau. Vom Jahre 2017. Das muss man jetzt im Kopf behalten. Ja, 2017 unbedingt. Wurde die also produziert. Ja, und in dieser Folge findet man eigentlich alles, was so 2020 mit Corinna so abgelaufen ist. Alles. Alles. Wirklich. Ja. Und was eventuell in Zukunft vielleicht sogar noch auf uns zukommt. Ja. Sehr, sehr spannend. Also zur Erklärung, was in iZombie 3.13 vorkommt. Es bricht irgendwie ein Virus aus, ne? Und alle werden dazu aufgerufen, zu den Impfstationen zu gehen. Und überall sah man die Impfstationen, die langen Menschenschlangen davor, die sich alle angestellt haben, um sich eben gegen diesen bösen Virus impfen zu lassen. Und die haben sich auch alle impfen lassen, also viele. Und irgendwann plötzlich hieß es, ja, irgendwer hat die Impfdosen verunreinigt. Ja, die Regierung, das Militär, warte, jetzt kommt meine Lieblingsstelle, hat die Impfdosen manipuliert, mit Absicht natürlich. Und was kam dabei raus? Alle Geimpften wurden zu Zombies. Ja, ganz witzig so, ne? Die Folge dieser Serie. Ne? Also interessant ist natürlich sicherlich die vielen, vielen Parallelen, die 3 Jahre später aufgetaucht sind. Und wie man das jetzt bewerten möchte oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Aber es geht eben nur um das Element Predictive Programming. Ne? Das heißt, 3 Jahre vorher, und das war sicherlich nicht nur in dieser Serie, iZombie, nee, sondern in vielen anderen Serien, die wir halt nicht geguckt haben, die ihr vielleicht geschaut habt, könnt ja mal nachschauen, gab es dann eben solche Elemente. Oder auch ein Beispiel ist, dass ja die Pharmaindustrie halt den Filmemachern immer vorschlägt, ne? Hier, wir unterstützen deine Serie finanziell, wir schieben euch mal die ein oder andere Million rüber, damit ihr die Serie vernünftig drehen könnt und euch bessere Kameras leisten könnt und vielleicht noch einen netten Schauspieler, ne? Und wenn ihr eben so eine Episode einbringt, wie jemand Krebs kriegt. Ja, ne? Genau. Zum Beispiel, oder? Und was der natürlich dann alles machen muss dafür. Da Chemotherapie und. Ne? Und die Filme sind natürlich auch eine Vorabprogrammierung. Ne? Die Schöpfergötter schauen sich dann den Film an und denken, ach so ist das in der Welt. Ach so ist das, wenn ich mal Krebs kriegen sollte. Das muss ich dann tun und diesen Weg gehen und so weiter und so weiter. Ja. Ne? Es sind also alles Ratgeber vorab. Das bedeutet, bevor es wirklich in der Realität auftaucht, wird eben ein paar Jahre vorher, ja, das Werbung schon gemacht. In Filmen sozusagen dargestellt, was aber in Wirklichkeit Werbung ist. Genau, da sagst du es. Das ist Werbung. Mhm. Ne? Ja. Und nur weil da jetzt nicht irgendwie kommt, ja, jetzt kommt die Werbepause, sondern ist in dem Film integriert und wird dann als Werbung gar nicht identifiziert. Normalerweise müsste man das kennzeichnen, weil es ja eine Werbung ist. Ne? Eigentlich schon. Ja. Ja, wo haben wir denn noch Predictive Programming? Ja, Simpsons, Leave the World Behind, eigentlich in so gut wie jeder Serie, in jedem Film. Also egal, was wir schauen, oder? Meistens kommen da die ganzen Elemente vor, was jetzt aktuell auch Thema ist. Ja, Transgender, ne? Die ganzen Pharma-Geschichten. Eigentlich gibt es kaum noch irgendwas völlig unabhängig Neutrales, jedenfalls nicht auf Netflix. Und das ist jetzt keine Werbung, aber anyway. Ja, Simpsons. Ja, Simpsons. Immer wieder spannend, sich das so anzuschauen, ja. Was sie vor 20 Jahren predicted haben und dann, wie gesagt, 20 Jahre später dann tatsächlich eingetreten ist. Ja gut, es stellt sich jetzt auch die Frage, ne? Wo haben sie die Infos her? Da hat nämlich wahrscheinlich keiner gesessen und gechannelt. Kann man sich fragen, welche Connections so der Matt Groening hat, denke ich mal. Wo der die Infos her hat, der ist sicherlich auch ein hohes Tier bei irgendwelchen Gesellschaften. Und
Ja, ist aber interessant, wie detailliert auch teilweise dann die Ereignisse so eingetreten sind. Wie du aber auch im Artikel geschrieben hast mit der Lady Gaga, ne? Das ist sehr präzise eigentlich. Ja. Oder was die so, selbst die Klamotten, was die anhaben, oder das mit der Rolltreppe und dem Trump. Also sehr, sehr, Ja, da ja. gibt es viele Sachen. Also die Simpsons haben eine ganze Menge vorhergesagt. Das heißt, es tauchte schon 10 Jahre, 15 Jahre vorher in der Serie auf, was dann später erst erfunden wurde. Ja, ist ein bisschen gruselig. Ist es Ja. nur alles determiniert? Haben sie es so eingefädelt? Was natürlich auch ein bisschen seltsam wäre, ne? Haben sie es vorhergesehen? Oder eben programmiert. Oder geplant und programmiert? Ja, Genau. geplante Programmierung. Ne? Das heißt also, die VR-Brillen, die tauchten zuerst bei den Simpsons auf. Ja, das hatten da sicher das Militär sicherlich schon in der Hinterhand. Ja, natürlich, ja, Aber, natürlich. Ja. ne? Ich meine, irgendwie denke ich mal. Haben Sie Ihre Infos schon irgendwo Ja, her? oder die Apple Watch. Ja, klar, genau. Auch von den Simpsons vorhergesagt. Ne? Siegfried und Roy waren so zwei Zauberer, die immer mit zwei weißen Tigern aufgetreten Ja, ein Bild habe sind. ich wohl mal gesehen, aber Ja. ja. Und die Simpsons haben eben dargestellt, so natürlich in ihrer komödiantischen Form, wie der eine Tiger irgendwie keinen Bock hat auf die ganze Nummer, diese Zirkusnummer und hat dann einfach den Siegfried, glaube ich, angegriffen. Ja, ist aber nie passiert. Aber später war es dann wirklich so. Der wurde dann tatsächlich von einem seiner Tiger, die er schon seit Jahren kennt, angefallen. Der sah auch nicht so gut aus danach. Hat das überlebt? Ja, ich glaube schon. Ja, überlebt hat das. Aber er sah ziemlich mitgenommen aus. Auch im Gesicht. Ja. Ja, ihr seht, spannend, was die Simpsons so vorhersagen. Ja. Oder diese War. eine Szene mit Trump, ne, wie er da die Treppe Ja, runterfährt, die genau. Rolltreppe runterfährt, wie die Leute da so oben stehen und ihn feiern. Und war in den Simpsons auch schon drin. Ich meine doch, dass wir auch gesehen haben, diese Hawaii-Geschichte. Mit den Laserwaffen und so haben sie doch auch schon, glaube ich, prediktet. Ja, richtig. Das kam All darin solche auch vor. Geschichten, ne? Ja, diese Energiewaffen oder Laserwaffen, Oder das Technik. Ja. Brückending. Eigentlich alle Events, meine ich, oder? Geschichtlichen Events haben sie vorhergesagt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach nur eine Vorhersage oder ein Orakel war, sondern hart geplant. Ja, da kann man also von ausgehen, alles, was du im Fernsehen und auf YouTube an offiziellen Filmen siehst und Serien siehst, da sind Elemente drin verborgen, die eben die Zukunft programmieren sollen, weil die gerne möchten, dass die Zukunft so aussehen wird oder aussehen soll. Ne? Da können wir uns jetzt gerne mal auf den Film Leaves World Behind beziehen. Ja, das ist ein Allein, gutes Beispiel. wer das jetzt produziert hat, reicht ja schon aus, um sich vorstellen zu können, was uns die nächsten Monate erwartet. Und das ist Ja, vermutlich nur ein kleiner Teil von dem, was uns erwarten wird. ja. Ja, Leave the World Behind ist also ein Film mit Julia Roberts, die macht auch mit, unter anderem. Ne? Ja. Und in dem Film geht es halt um Cyberattacken. Ne? Um Stromausfall, Blackout, um Frequenzwaffen, die da angewendet werden, EMP, ne? EMP-Impulse, die eingesetzt werden und Bunker, ne, wo man sich verstecken kann, um das alles so zu überleben und all diese Geschichten wie auch Zombie-Virus, der Rehe befällt und dann seltsames Verhalten zeigen, die Rehe und Hirsche, die laufen dann einfach gegen ein Haus oder so, ne? In Massen ist denen völlig egal, was aus ihnen wird. Die drehen also alle am Rad. Ne? Und all diese Sachen sind da schon drin. Ne? Und wer hat den Film produziert? Ja. Beziehungsweise in Auftrag gegeben und die Regie auch teilweise geführt? Als First Producer, nämlich Barack Obama mit seinem Mike Obama, Michelle Ja, Obama. mit Mike. Ja. Ne? Also sehr spannend. Ne? Ja. Also wenn man sich den Film mal anschaut, was da alles so für Symbole sind, ne? Die Anfangsszene mit dem Schlafzimmer, siehst du sofort irgendwie drei Sechsen, ne? So wohl platziert. Ne? Und man darf ja nicht vergessen, egal was sie auf der Welt planen und durchführen, sie müssen es vorher ankündigen. Und wenn es halt nur über Werbung in einem Film ist.
Ja, genau. Also der Karma-Glaube unter denen, die eben das Predictive Programming anwenden, ist sehr stark. Die Ja. glauben sehr stark an Karma und lassen sich da auch nicht anders überzeugen. Und darum, wenn man es vorher angekündigt hat und die Leute machen es mit, ist ja deren Entscheidung. Ne? So sehen die das. Ja. Und ist schon sehr spannend. Ne? Also, wer den Film noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Sehr interessant aufgemacht. Hat auch eine seltsame Stimmung irgendwie, der Film. Ja. Ja, haben sie ganz gut rübergebracht. Dieses präapokalyptische Flair die ganze Zeit Naja. über in dem Film, weil die kriegen ja nicht alles mit. Die sind da irgendwie auf so einer Insel und sehen dann in der Ferne dann halt, was so mit der Welt geschieht. Ne? Ja, wer von euch mehr über Predictive Programming wissen will oder auch die Geheimcodes der Elite, da hast du ja einen Blogartikel geschrieben, mehr wollen wir gar nicht verraten. Wir verlinken das unten in der Beschreibung und wir können nur sagen, sehr spannend. Oh ja, da Lest mal geht es rein. auch mehr um die Symboliken in dem Film Leave the World Behind oder die Symboliken in anderen Filmen und auch in Nachrichten, die man so findet, aus Zeitungen oder Online-Zeitungen oder Blogs, Mainstream-Blogs, was da für Codes angewendet werden. Also schaut euch da mal den Beitrag bzw. Artikel an, also sehr spannend. Der erweitert dann nochmal das Video, das wir heute so euch vorgestellt haben, damit ihr eine, ja, Ahnung erhaltet, wenn ihr das noch nicht kanntet, was Predictive Programming eigentlich ist und wie es in Filmen und in Büchern, in Zeitungen und angewendet und verwendet wird. Also achtet mal bei eurem nächsten Film darauf oder bei eurem nächsten Serien-Event, was da alles für, ja, Vorabprogrammierung enthalten ist. Und es geht ja noch weiter, es ist ja nicht nur Vorabprogrammierung, sondern auch aktuelle Programmierung, damit die Leute da wirklich in ihrer Programmierung auch gefestigt werden. Ganz speziell im Moment halt das ganze Transgender-Ding oder Viren-Ding, wie auch immer. Sie halten euch da echt an der Strippe, der Marionettenstrippe. Ja, es ist Werbung halt. Es ist Werbung für einen Denkstil, würde ich sagen. Ein gelenkter Denkstil. Ja, du musst ja nicht zustimmen. Nee, muss man Ja, nicht. ja. Aber die meisten tun es halt leider. Vielleicht verliert man dann seinen Job oder seine Freunde, kann natürlich vorkommen, aber man muss natürlich wissen, wie überzeugt bist du von deinen Einstellungen, von, ja, wie loyal bist du dir selbst gegenüber? Ne? Das ist immer die Frage. Ja. Naja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.